I want a steak. So ist es. Der arme Kerl braucht wieder Essen. Und wir kommen zurück zu Diner System. Ihr seht, der Arme ist immer noch halb verhungert. Wir haben ganz wenig geschlafen. Ach nein, ich cut yourself. Das ist das Schlimmste, finde ich. Weil ich versuche die ganze Zeit mein Leben hier hochzuheilen. Und der schneidet sich die ganze Zeit, dieser Vollpfosten. Aber nun, das ist eigentlich eine gute Temperatur, jetzt gerade die nächste Mauer zu bauen, finde ich. Okay, hat er natürlich Hunger. Aber jetzt sind wir jetzt einmal dabei. Ah, wir haben eine Kokosnuss. Ah, ganz vergessen. Die nehmen wir mal mit. Wir müssen die Mauer ja da hinten hinbauen. Da wir sowieso die Kokosnuss aufprügeln müssen. Crack. Dann können wir wenigstens was essen, kurz was trinken. Das ist super. 20 Grad Temperatur ist doch einfach ein Muss. Eat. Super. Nee, dich lasse ich hier. Du verschwindest jetzt nicht einfach so. Guck mal, wie gut ich laufen kann jetzt. Boah, der ist echt gut drauf. Super, wir gehen mal hier ganz was ein bisschen rein, machen uns mal ein bisschen nass. Ich weiß, ist glaube ich nicht die Idee. Wir müssen uns eine neue Kleidung machen. Das mache ich natürlich nicht von dem Fahren, was ich bei mir zu Hause habe. Das nur in Not. Okay, der eine ist weggeflogen. Ich weiß nicht mehr, wie viel das waren. Das können wir ja dann... Wie waren das nochmal? Klamotten, Crafting. Wie war das nochmal hier? Das Ding war halt, das. 10. Ich finde es mal ganz gut, dass man das so einzeln... Ich finde dieses Mikro-Mic-Management sehr, sehr, sehr angenehm. Nicht nervig. Ne? Ich finde es echt eher angenehm. Dass man immer alles reinschieben muss, hier auf die Hand, auf die Slot reinschieben muss. Nicht, dass das ihr jetzt wieder denkt. Das finde ich gut. Gut gemacht. Gefällt mir voll. Feuer ist aus. Ist natürlich doof. Kriege ich es jetzt gecraftet? Yes. Temperatur ist eigentlich voll gut. Ich muss das Feuer trotzdem mal wieder anmachen. Das Feuer geht letzte Zeit... Ach okay, mit dem Wind geht es ja immer ziemlich schnell aus. Deswegen müssen wir da ein bisschen aufpassen. Okay. Anziehen. So. Wir machen mal Folgendes. Erstmal safen wir. Safe ist immer ganz, ganz wichtig. So. Ich habe immer Angst, dass das Spiel vielleicht mal irgendwie... mal crasht oder sowas und der Fortschritt hier in dem Spiel ist ein bisschen anstrengender als in anderen Games. Dann der Stein und der Stein und dann machen wir wieder ein Feuer. Hey! Wir machen ja so oft, nein, so selten Feuer. Meine Güte. Aber ihr habt gesehen, wie wichtig das war, dass ich eine Mauer hatte. Gerade eben der Angriff, also in der letzten Folge, der Angriff der Trodons, das war echt nicht von schlechten Eltern. Das kam mir ein ganzer Rudel auf mich zu. Das war natürlich ein bisschen frech. So, okay. Wir machen mal hier mit unserer Mauer kurz weiter. Ich weiß, heute Mauer und immer wieder das Gleiche. Aber es ist eben so. Wir müssen da durch. Wir müssen da durch. Wir müssen die Mauer fertig bauen. Die hat uns das Leben gerettet. Zweimal. Das Feuer auch. Ich hoffe, wir müssen nur nicht schneiden. Wie viel haben wir? 8. Fehlen uns noch 2. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Schon. Okay, meine Güte. 16. Tag. Ich komme mir vor wie Indiana Jones hier. Wie ein Superheld. Okay, wir haben nichts zu essen. Fischen war scheiße. Aber wir können eine Mauer bauen. Ja. Die werden wir jetzt auch jetzt, werden wir die bauen.
Was fehlt uns denn? Ah ja, noch zwei. Harz. Eins. Und? Na komm schon. Jetzt schneide dich nicht. Nein! Oh. Ihr wisst gar nicht, wie hier schmerzt, wenn ich immer sehe, dass er sich schneidet, dieser Vollpfosten. Ach Mist, das ist alles natürlich außerhalb der Range. Feuer geht wieder aus. Müssen wir wieder was nachwerfen. So, jetzt aber. Okay. Was ist denn jetzt schon wieder? Ein Stein fehlt. Wo ist der denn? Ach, habe ich eine Hand. Okay, jetzt aber. Komm. Lalalala. Crafting ist das. Und dann drehen wir das mit der Kuh. Und... Ist das so? Nee, ist mir zu schief. So ist gut. Okay. Wir haben eine schöne Schlafstelle jetzt hier. Eigentlich dürfte es gar nicht hier so kalt sein vom Wind her. Aber jede Folge kriegen wir jetzt eine Mauer hin. Sogar vielleicht zwei. Wir brauchen was zu essen natürlich wieder. Das ist gut. Komm schon. Ich habe ein bisschen Angst, dass er mal irgendwie was macht, dass es nicht klappt. Super. Nächste Mauer. Guck mal hier, wir haben bald alles zu. Ich werde nämlich das alles hier auch zumachen. Ich werde, glaube ich, hier eine Tür reinsetzen, hier vorne oder hier. Noch eine Tür, eine zweite. Nee, ich glaube hier. Das ist, glaube ich, die bessere Richtung. Hier so. Hier werden wir gleich das Lagerfeuer auch ein bisschen schützen. Wir müssen wieder ein bisschen an Branches rumprügeln. Ihr merkt, dass mit Nichtschneiden ist ein seltener Fall in dem Spiel hier. Ich bräuchte echt. Nicht nur. Ich bräuchte echt ein sowas wie so ein Trinkschlauch oder sowas. Das wäre eine coole Sache. Also, wir gehen jetzt nochmal, bevor wir schlafen gehen, nochmal ganz kurz mal gucken, ob wir Kokosnüsse finden. Wir können es auch noch mal versuchen mit dem Angeln. Oh, 41 Grad. Die Kokosnuss lasse ich mal ganz kurz da. Gehen wir ins Wasser ein bisschen abkühlen. Ich weiß, ihr seht auch, ich sehe genauso wenig wie ihr. Also, ne, das ist Catch Fishing, so. Wir versuchen es einfach. Mist, okay, das war. Na komm schon. Also ich versuch's einfach mal. Vielleicht kriegt er nämlich dadurch Punkte. Bei 1% lasse ich es, glaube ich, doch mal sein. So 2-3%. Ja, guck mal hier. Please. Ich bin müde. Wir müssen die Kokosnuss mitnehmen. Oh Gott. Gucken wir mal, ob wir vielleicht eine Kokosnuss runterhauen können. Wäre eine coole Sache. Ja. Komm, noch eine. Noch eine, bitte. Komm. Ja. Super cool. Kennt ihr den Film Castaway? Der Arme, der hat bestimmt in seinem ganzen Dasein dort mehr Kokosnüsse und Krebse gegessen und rohen Fisch am Ende. Blech. Nicht, dass es nicht schmeckt. Achtung, würde ich doch nicht sagen. Aber andauernd immer wieder das Gleiche zu fressen, das ist eklig. Nein, ich wusste es, dass es ausgeht. Genau vor meiner Nase. Du
Willst du mich doch vor Kackeiern, ey? Gut, dann lassen wir es eben aus. Ich bin jetzt beleidigt. Wir essen erst was und dann gehen wir schlafen. Wir cracken erstmal weiter. Wir essen erstmal was. Wir machen unseren Magen mal schön voll. Und dann mit dicken, fetten Magen gehen wir schlafen. Leider ist es so. Ne, ihr seht, es ist hier wirklich arbeiten, fressen, schlafen. Ist wunderbar. Mit dicken Magen. Jetzt gehen wir direkt mal richtig schlafen. Jetzt sagt er, ja, ich habe jetzt einen dicken Magen. Ich kann jetzt nicht schlafen. Nein, nein, nein. Immer irgendwas zu meckern. Wir schlafen uns jetzt mal hier in Wolf. So, ihr seht, mal gucken, das geht jetzt auch runter. Boah, wir waren echt... Nein, Trotot hat mich gebissen. Nein, ich habe keine Heilung. Wir haben eine Blutung. Wir müssen Feuer anmachen. Oh, damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Schnell wieder, ich weiß, ach kacke, ich bin jetzt gerade nervös. Das ist jetzt natürlich jetzt doof. Wir dürfen uns nicht schneiden. Ganz wichtig, wir haben ganz wenig Leben. Das sieht immer so viel aus, das ist aber wenig. 17. Wir müssen das Feuer hinbekommen. Wir kriegen das Feuer nicht hin. Ich wusste es, wir kriegen das Feuer nicht hin, weil wir uns geht es gar nicht gut. Wir müssen das Feuer anmachen. No way, warum? Zu feucht? Ich schaffe es nicht. Ich werde es nicht schaffen. Wie hoch ist es? 32%. Wir müssen uns heilen. Wir haben. Oh, wir kriegen immer weniger Leben jetzt. Wir kriegen natürlich jetzt durch die Blutung immer mehr abgezogen. Wir müssen unbedingt roten Fahnen sammeln. Das war nicht gut. Ihr wisst gar nicht, wie viel. Jetzt habe ich 17 gehabt. Wie viel habe ich jetzt? 16. Das ist super, super, super schnell geht das runter. Nichts, nichts zu machen. Zeit verspielt. Wir müssen leider los. Wir müssen roten Faden suchen. Ich muss aber schlafen. Bringt gar nichts. Tja. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, zu schlafen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir sind dann nachher tot. Aber wir brauchen gar nicht laufen, weil der ist die ganze Zeit nur am Meckern. Wir kriegen zwar Leben dazu und Leben zu abgezogen. Beides kriegen wir. Roter Fahnen. Ich kann leider nicht aufwachen. Ich kann nicht aufwachen. Ich muss aufwachen. Aufstehen. Okay, die Heilung. Ah, die Blutung ist weg. Wir müssen unbedingt aufwachen. Ich habe Angst, dass jetzt wieder so ein Showdown kommt. Ich kann nicht kämpfen gegen die. Ich habe so wenig Leben. Die machen mich doch sofort Fritte. Wie viel? Wir haben uns einen abgeblutet hier. Kokosnuss. Können wir es gleich essen? Ich habe keine Ahnung, wo ich den Stein hingetan habe. Ich werde jetzt nochmal ganz kurz einen sammeln. Komm, bitte hol einen raus. Komm raus. Jetzt. Super, zwei Stück ist auch cool.
Wir müssen das Feuer anmachen. Wir müssen dann. So können wir die Troodons von uns fernhalten. Oh mein Gott. Aber wenigstens haben wir noch eine Kokosnuss dort liegen. Da können wir wenigstens was essen. Wir haben so gut gegessen gerade. Wollten wir uns gerade so schön ausruhen und dann kommt so ein Angriff. So ein hintertückischer Angriff. Deswegen, seht ihr, die Mauer ist wichtiger als irgendwelche Schaufeln oder so. Wieder nur im Leben verrecken. Sehr gut. Ja, ich gehe mal kurz was trinken. Oh Gott, unser letztes Schlückchen hier noch. So, wir sind eigentlich wieder gut dabei. Ich muss eine neue Mauer bauen. Wir müssen weiter bauen, Mauern bauen. Was ist hier mit dem Feuer? Das ist auch wieder nicht gut. Der Wind ist, glaube ich, zu stark. Verdammt. Okay, wir müssen weiter an der Steinmauer bauen. Wir müssen dort eine Tür reinsetzen. Wir müssen dann gucken, dass die. Ja, wir brauchen auch wieder eine Axt. Ach je. Ich mach das erstmal ganz kurz. Mach kurz eine kleine Pause. Erstmal von der Temperatur her. Vom Body-Zeugs. Und dass er sich nicht sofort immer wieder schneidet. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Oh, hier kann ich nicht hingucken. Kann ich hier hingucken? Habe ich hier einen roten Faden? Ist er vielleicht nachgewachsen? Hier ist noch eine Pfütze Wasser. Boah, ich werde terrorisiert von den Troodons. Okay, wir haben keine roten Faden hier. Gibt es irgendwie eine andere Heilung, die ich machen kann? Bandagen, Fell habe ich aber nicht. Das ist natürlich immer sehr ärgerlich, Leute. Ich würde auch gerne hier dieses Schlafsäckchen machen, aber das geht auch nicht. Nein, nicht kein kleines Steinchen, großes Steinchen. Wir brauchen eine Mauer. Wir müssen sowieso eine große Steine haben, weil wir müssen ja auch gleich noch wieder eine Axt craften. Also der Hungerkampf in dem Spiel ist, oh nein, ist sehr, sehr, sehr anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen. So, sehr viele sogar, ganz cool gemacht. Immer schön alles schieben, ich mag das. Finde ich auch gut, dass man nicht dagegen läuft und die Türe geht auf. Oh nein, schon wieder geht das aus. Warum immer so schnell? Bei den Temperaturen, so schöne warme Temperaturen, müsste das eigentlich online bleiben, anbleiben. Das ist sehr, sehr komisch. Online. Ja, bei mir bleibt eben das Feuer online. Komm schon. Weiter. Nein, hör auf dich zu schneiden, Mann, ey. Ich krieg so viel Schaden immer dabei. Das ist so blöd. Mir fehlt bestimmt noch eins, ne? Building Wall 2 sogar. Komm schon, eins. Kann ich hier noch was? Ist alles ausgetrocknet. Ah, jetzt zwei auf einmal.
Okay, wir müssen mal kurz gucken, wie das nochmal mit der Tür war. Wo ist die Tür? Wooden Door. Ah, dafür brauche ich Wood. Da brauche ich erstmal eine Axt. Die Axt. Ein Stick und ein scharfer großer Stein. Was mache ich? Große, gute Frage. Wo setze ich die? Jetzt haut sie, ja, ich weiß. Wo setze ich? Ich würde gerne hier eine Tür hinsetzen. Wir setzen da eine Mauer jetzt hin. Jetzt, es geht irgendwie erstmal jetzt nicht anders. Was ist denn jetzt schon wieder? Mal wieder alles hier hinschieben. So. So, wir müssen immer auch ja, dort eine Mauer hin. Wäre besser natürlich für eine Tür. Aber okay. So. Tür können wir auch hier hinsetzen, so, ja. Ach Leute, ich bin gerade so ein bisschen wieder gestresst hier, weil ich würde so gerne überleben, würde gerne mehr Leben haben. Jetzt haben wir so wenig Leben wieder. Das geht so schnell. Einmal, zweimal geschnitten oder eine Blutung und du hast keine Möglichkeit, dich zu heilen. Sehr ärgerlich. Es geht das Feuer aus und ich kann nichts tun. Komm mal schneller. Okay, müssen jetzt hier weiter branchen. Ich weiß, dass du Hunger hast, Mann. Ich habe ja auch Hunger. Okay. Ja, wir sind eigentlich noch gut von der Energie, also von der Müdigkeit. Also wenn wir jetzt mal hochlaufen. Hoffentlich finden wir hier was. Okay, wir müssen wieder an der Palme wedeln. Komm schon. Bitte. Bitte. Wir haben da Hunger. Komm, eine Kokosnuss will ich kurz haben, dann gehe ich ganz kurz ins Wasser. Komm jetzt! Versuch's einfach nochmal mit dem Angeln. Einfach nochmal. Sorry, so. Ark. Mist. Mist. Verdammter Mist. Keine Chance. Das Wasser ist auch zu heiß. Komm schon. Ich würde so gerne 3 mitnehmen, das wäre super. Das wäre echt super. Ja, weiter. Weiter. Nein! Hör auf, dich zu schneiden, Mann, ey! Das ist ein Baum! Ich glaube, wir müssen uns zufrieden geben mit dem, was wir haben, Leute. Kleine Spurts immer machen. Kleine Spurts. 41 Grad. Oh, ich krieg Minus. Ich krieg Schaden. Ich muss nicht Schaden. Ich muss nicht Schaden. Ich will nicht Minus. Ich will nicht Schaden bekommen. Oh, ausgeglichen. Ausgeglichen. Hier ist alles ausgetrocknet. Was für eine Tortur hier, echt. Ja, Junge, Junge.
Der haut sich auch wirklich an jedem. Sammelt einen Stein auf den Boden und kratzt sich da dran. Ja, das. Ich hab nichts gesagt. Der haut sich sogar da die Finger auf die Finger mit der Kokosnuss. Ich glaube, wir schaffen das nicht. Wir werden, glaube ich, den Kampf nicht überleben. Nee, ich werde mich gerade selber umbringen. Leider haut er sich die ganze Zeit auf die Finger bei allem, was er tut. Und leider kriegt man so wenig Leben zurück hier in dem Game. Und ich bin gleich tot. Wir hoffen einfach mal, dass das Feuer länger anbleibt. Wir gehen jetzt schlafen. Es ist das Einzige, was ich jetzt machen kann. Ich bin jetzt hier nur am Sterben. Das ist doof. Wir haben so bald kein Leben mehr. Ach, das ist doof. Das ist so doof. Das ist so ärgerlich gerade, Leute. Eigentlich ging alles so gut und jetzt geht das wieder so schlecht. Ich krieg einfach kein Leben zurück bei nichts. Oh Mann, ey. Warum schläft er denn so schlecht jetzt? Nur weil es so heiß ist. Habt ihr gesehen, wie der Hunger weg ist? Wie der Hunger und das Warum denn? Das Feuer brennt noch. Vor allen Dingen ist eine Kokosnuss, also Nüsse überhaupt, total, total gut. Die geben super viel Energie. Ja, unser Leben ist schon wieder gestiegen, aber das ist zu wenig. Habt ihr gesehen? Ich habe gesagt, ja, nimm mal eine Heilpaste, dann geht das ein bisschen höher auch im Schlaf. Für den Arsch. So, ich glaube, wir müssen. Gib mir ein. Ich weiß ganz genau, dass du ausgehst. Ja, hab das schon gesehen wieder. Noch mehr. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich da drauf schmeißen muss. Ob das zählt, dass ich da auch 30 drauf schmeiße oder 50. Oder muss das nur so bis zu 50% sein? Das weiß ich alles nicht, Leute. Ich weiß nicht, ob ich hier noch nur einfach mal sowas nachfüllen kann. Das weiß ich einfach nicht. Wir lassen es einfach mal so. Uns geht's überhaupt nicht gut. Am Meer kann ich nichts trinken. Ich muss Kokosnüsse sammeln. Ja, ich bin durstig. Dann werden wir jetzt mal ein bisschen loslaufen wieder. Wir müssen Kokosnüsse sammeln. Warte mal, wir machen was Folgendes. Jeder Schritt, den ich jetzt so unnötig mache, ist total gefährlich. Ich nehme die mit und mache direkt die Kokosnüsse da hinten auf. Wenn ich dann auch Kokosnüsse bekomme. Wir müssen echt aufpassen, dass wir nicht zu viel laufen. Okay. Komm schon. Gib mir eine. Gib mir eine Kokosnuss. Gib mir eine Kokosnuss, komm. Gib mir eine Kokosnuss. Bitte gib mir eine Kokosnuss. Ich werde die verrückt. Nichts zu machen, ey. Sag mal, sind nur Kokosnüsse bei Tag oder was? Ich bin doch am Arsch, ey. So, gehen zum nächsten Palmdings. Da ist eine. Knack sie! Wir dürfen kein Salzwasser trinken, Leute. Für die, die es nicht wissen.
Das geht gar nicht. Ich versuche mich hier zum Teufel komm raus zu heilen, Leute. Es geht einfach nicht. Ich schneide mich an jedem Scheiß. Ach nein, gib mir doch eine Kokosnuss, komm. Triceratops. Oh, die sind noch gefährlicher. Da sollte ich jetzt gar nicht dran gehen. Versuche ich nochmal. Wir haben nicht mehr viel Leben. Wir sind gleich tot, Leute. Ach, das ist so ärgerlich. Ich will nicht sterben. Ganz ehrlich, ich will jetzt nicht einfach so sterben. An so einem blöden Mist hier. Ich weiß, dass du hungrig bist. Übrigens, eine Kokosnuss zu essen. Da bist du den ganzen Tag mit beschäftigt, das zu verdauen. Aber hier der Kerl, der braucht 20 Kokosnüsse in der Minute. Come on! Es ist zu kalt. Es ist zu kalt. Ich gucke, ob ich hier vielleicht irgendwas zu essen bekomme. Hier eine Kokosnuss oder sowas. Die so rumliegt. Es liegt nichts rum, ne? Es liegt einfach nichts rum, was ich essen kann. Komm schon. Bitte nicht schneiden. Ich krieg ja pro Schnitt kriege ich immer 1, weiß der Geier was abgezogen. 1, wenn ich es. Das war's. Bekommen. Schnell zum Stein zurück. Was? Habt ihr das gelesen? Die trockene Zeit, die kommt jetzt auch noch. Wo ist der Stein? Macht jetzt keinen Schaden, Leute. Kollege. Macht dir keinen Schaden. Ich glaube, ich werde an der Kokosnuss im Spiel sterben, nicht an dem Troodon. Ich krieg auch kein Plus, ne? Oh Gott, es wird immer besser. Was ist denn jetzt kaputt? Ja, mach den Magen voll. Ich krieg nichts voll, ne? Die werden wir mitnehmen. Aber wenn sie aber geknackt ist, müssen wir sie sowieso essen. So, wir nehmen die jetzt mit. Und wir werden jetzt mal wieder unterwegs. Oh nein, 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 nein. Wir müssen uns einen Schatten schmeißen. Leute. Von Schatten zu Schatten. Wir haben nichts zu trinken. Nur Kokosnussgedödel. Das.
Wir haben den Stein natürlich nicht mit, wir mitgenommen. Das ist natürlich doof. Aber wir machen das jetzt so. In der Hoffnung, dass wir nicht gleich sterben. Ich will wenigstens was schlafen. Also scharfe Steine brauchen wir nicht. Wenn das Feuer an ist, dann werde ich eine Runde schlafen. Hoffentlich schneide ich mich nicht. Ich darf mich nicht schneiden. Ich weiß, ich will ja Cover von Sasan nehmen. Ich will's ja, ich will's ja. Nein, ich kann nicht, ich krieg Schaden. Okay, wir müssen es so machen. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich glaube, das wird ja auch die letzte Folge werden dann, weil ich dann tot bin. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich werde dann hier versuchen, jetzt erstmal zu schlafen. Bis denn.